Hallo Leute, ja, ich bin schon mal hier unterwegs gewesen, habe ein bisschen geguckt, ob ich hier irgendwo Leben finde, aber so wirklich habe ich das noch nicht gefunden. Das heißt, ich muss ins Auto einsteigen, wir müssen mit dem Trecker ein bisschen weiterfahren und gucken, ob es dann irgendwo da ein Erfolg bei ist. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, ob das irgendwie klappt oder nicht klappt. Da muss erstmal Strom rein, habe ich gesehen. Gut, aber wir werden nach dem Intro schauen, dass wir Leben finden. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen fahren hier. Der Wagen ist ja auch gleichzeitig unsere Quelle des Sauerstoffs. Keine Ahnung, ob da unten irgendwie was ist. Der Geysir da, der pfeift ganz gut. Aber da sehe ich leider nichts. Ammonium zeigt er mir da an. Komme ich da vorbei? Ich denke schon, ne? Was ist das da? Das könnte Leben sein, oder? Schauen wir mal gerade schnell, oder? Das sieht nach Leben aus. Ja, ich habe ihn gefunden. Okay, gut, wunderbar. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da irgendwie auch hinkommen und das einigermaßen sinnig. Das ist cool. Ich habe alle Richtungen abgegrast, nur diese hier nicht, ne? Und hier ist das Leben. Und hier ist natürlich schwer abzubauen, wahrscheinlich auch, ne? War da jetzt schon einer runtergefallen? Nee, ne? Nee, ist in den Rucksack gegangen und da sind noch drei frei. Okay. Okay, da kam jetzt noch mehr rein. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt schreit er nach Sauerstoff. Da ist nichts mehr. Doch, da ist noch was dran. Aber lass uns gerade erst zurückgehen. Und ein bisschen Sauerstoff am Auto tanken. Und dann gehen wir hier mal gerade runter wieder. Genau so. Dann können wir hier was abbauen. Da ist alle nix. Hier ist noch was. Da soll auch noch was sein. Dann graben wir da uns mal rein. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir aber mal langsam gucken. Rucksack ist voll, das heißt, wir können zurückgehen. Mehr können wir sowieso nicht aufnehmen. Das heißt, hier entladen. Einfach den Rucksack auf den Anhänger packen erstmal. Und wir graben noch weiter, oder? So, was haben wir hier für ein Ding noch? Boost-Anpassung, okay. Aber so ein Verkleinerer, den habe ich nicht, ne? Das wäre vielleicht auch noch sinnig gewesen, wenn wir hier eine Forschungsprobe da finden. Da unten sah mir das gerade so aus, als ob da eine dran hätte sein können, ne? Ja, da müssen wir gucken, dass wir jetzt hier nicht irgendwie wegfallen, ne? Region Flachland sind wir hier und jetzt ist schon wieder der Sauerstoffmangel da. Ab zum Auto, hat anders gerade keinen Sinn. Wieder auffrischen. Vielleicht sollten wir doch hier mal eine Rampe runterbauen, oder? Ich denke mal ja. Na, schön ist was anderes, ne? So, jetzt ist die runter, ne? Ja.
Kriegen wir da auf jeden Fall noch was abgebaut. Aber jetzt brauchen wir erst wieder einen Sauerstoff. Dann wäre zu überlegen, ob wir das Auto mitnehmen können, ne? Eigentlich müssen wir da runterfahren können, ne? Ja. So, hier gerade ausgestiegen und nochmal gebohrt. Hier ist ja noch Lehm, so wie der sagt. Keine Energie mehr, das ist doof. Gibt es Energie, wenn ich hier anmache? Nee, ne? Achso. Ja. Ah doch, es gibt Energie, wenn ich anmache. Sehr interessant. Aber der, weil der lädt jetzt gerade, glaube ich, meinen Rucksack erst auf und jetzt lädt er das Auto auf. Alles klar. Gut. Da sieht es noch nach Lehm aus, steht da. Ich glaube, das war's mit Lehm, oder? Da muss noch was sein. Ah, da sieht man tatsächlich auch noch was. Da ist noch was. So, ich glaube, jetzt war es das mit Lehm hier, oder? Sieht danach aus, dass wir jetzt alles abgebaut haben. Okay, das heißt, gucken wir mal weiter. Da vorne gibt es, sag schon, Gemisch. Und irgendwelche anderen speziellen Dinge da. Da oben ist nochmal Gemisch, glaube ich. Hier sieht es nicht aus, als ob hier noch irgendwas ist. Da ist auch nochmal Gemisch und da könnte ich vielleicht sogar rausfahren, oder? Ja, nicht in ein Loch reinfallen. Okay, ja, das hat geklappt. Das hier ist Ammonium, glaube ich. Ja. Da ist irgendwie eine Forschungsprobe. Die sieht so besonders aus, ne? Ist aber nichts Besonderes. Mal einfach nur so aussehend. Jetzt komme ich da nicht dran vorbei. Jetzt aber. Aufpassen, dass wir da gerade nicht runterstürzen, weil das sieht tatsächlich so aus, als ob das passieren könnte. Da unten ist unsere Rakete. Kriege ich unser Auto da irgendwie noch hier hingefahren? Ja. Oh, jetzt haben wir keinen Akku mehr. Strom ist alle. So. Dann sind wir wieder hier. Und einmal aussteigen, bitte. Und dann können wir hier den Lehm brennen. Und dann müssten wir Keramik haben, ne? So, gut. Hier kommt die Keramik raus, genau. Und hatten wir das hier irgendwo laufen, wo das reingesteckt werden muss dann? Hier, ne, oder? War das so? Großer Drucker? Gemisch? Nee. Ich wollte eine Landeplattform bauen, ne? War die nicht da drin? Ah, hier ist noch ein Drucker, ne? Landeplattform, da ist er. Zweimal Keramik. So, ich glaube, einmal ist jetzt fertig. Das muss da unten dran, ne? Dahinter sitzen hier noch keiner, oder? Das ist keine Keramik, oder doch? Ne, ist Kohlenstoff. Gut. Das sieht dann erstmal so aus, dass das funktioniert. Allerdings, ja doch, ich nehme ja gleich noch einen weg, dann passen drei da noch hin. Dann ist alles gut.
Alles klar, mit der Keramik kriegen wir dann da den gebaut. Den stellen wir mal ein bisschen dahin. Ich weiß gar nicht, ob unser Trecker jetzt ein bisschen im Weg ist, aber das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn wir den noch einen Meter vorfahren. Einmal wieder aussteigen. Jetzt passt alles, ne? Gut. So, wird fertig, Keramik. Da ist er. Und F und wir bauen die Landeplattform. Ziel für die Folge schon erreicht dann, ne? Unsere Landeplattform wollten wir gebaut haben und die haben wir dann. Dann ist diese Mission beendet, die wir da haben. Und wir schauen, dass wir das alles so hinkriegen, wie wir das wollen, oder? Hier liegt jetzt so viel auf der Erde, ne? Ist das alles so gut? Weiß ich nicht. Ja. Warte mal, ich müsste jetzt mal gerade schauen, dass ich die Forschungsprobe auf jeden Fall noch mitnehme. Die sollte nach Silvia. Und ich habe da hinten, da seht ihr das, da sehe ich so ein Teil. Jetzt wäre dann die Überlegung wert, ja, hier runter eine Rampe bauen, ne? Nee, das war falsch. Und dann C. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich glaube, so wäre die Rampe ganz cool. So, da kommen wir dann auch ganz gut hin, oder? Aber wir müssen gucken, dass wir Sauerstoff haben erstmal. Vorher wieder weglaufen, ne? So, und dann den Überhang müssen wir mal gerade wegmachen, das bringt ja nichts. So, dann haben wir das hier und können hier locker runtergehen. Kommen hier hin. Da rechts kann man noch. Ne, den haben wir schon aufgemacht. Naja. Da ist noch einer, der braucht Strom. Okay, und hier ist eine große Forschungsprobe und das ist kaum zu glauben. Ich habe das letztens immer probiert und der Dralo, der hat mir im Kommentar geschrieben, ich sollte mal die F-Taste drücken. Dann nimmt er das auf und dann kann man viel besser mitlaufen. Tatsächlich, ne? Aber ich habe es probiert, Leute. Es hat nicht funktioniert, glaubt's mir. Naja, ist halt so. So, jetzt muss das Ding hier erst abgelegt werden. Und dann müssen wir gucken, dass wir die einpacken, weil die sind ein bisschen groß zum Mitnehmen so. Ich glaube, dafür braucht man Graphit auch wieder, ne? Zu so einem Verpacker machen, ne? Der war hier. Wäre schön, wenn man das sieht, wenn das da ist. Ja, Graphit ist gefragt. Und ich habe, glaube, hier jetzt zurzeit kein Graphit mehr. Das heißt, wir müssten jetzt mal Graphit finden. Haben wir das hier irgendwo? Da ist schon mal nichts. Dunkel ist es auch noch, ne? Ah, ne, der Wagen ist vorne, ne? Dann sollten wir auch vielleicht vorne einsteigen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht Graphit finden könnten. Ist das schon irgendwo, wo wir was gebaut haben oder so? Kommen wir hier hoch und runter wieder? Ich glaube schon, oder? Das ist ja auf jeden Fall eine schöne Ebene hier, ne? Ja, ich glaube, da können wir nachher hochfahren. Das müssten wir schaffen. Hier, der braucht Strom, ne? Da ist ein Generator. Ach, guck mal, da ist noch so eine Probe. Steigen wir gerade ab. Ja, jetzt wird's dann ernst, ne? Das ist die zweite, so ein großer Backmann. Jetzt kann ich den noch nicht mal aufnehmen, wahrscheinlich, ne? So sieht's aus. Ah. Das heißt, wir müssen jetzt gerade Graphit finden, damit wir das dann umsetzen können, ne?
Sehe aber auf der Entfernung nichts außer Harz und so. Na, lass das Lager mal gerade hier stehen. Obwohl, eigentlich wäre es sinnig, nicht das Lager stehen zu lassen, sondern das die Probe, ne? Was haben wir hier für ein Auto? Aber auf jeden Fall ist das hier ein bisschen größer, ne? Da hinten ist unsere Basis, okay. Achso, wir sind einmal im Kreis gefahren und da ist das Lager, alles klar. Okay, gut. Hier sehe ich jetzt leider kein Graphit irgendwo. Was ist das hier für ein Trecker? Können wir den noch ein bisschen was abluchsen? Kleines Solarmodul. Das ist ja auch cool, oder? Wäre natürlich cool, das so zu tauschen. Kann man das auch aktivieren? Ne, ist automatisch aktiviert. Cool. Das ist ja schön. Das ist nur die Frage. Kommt man hier hochgefahren? Komm, 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 beißen. Wir sind hochgekommen. Das ist nur die Frage, wo wir jetzt hier sind, ne? Ja, Region Flachland, das steht da ja. Aber mit so einem Auto ist eigentlich ziemlich egal, weil der hat ja Sauerstoff ohne Ende, oder? Da unten ist auch wieder Strom anzuschließen, um dieses Teil zu machen. Und jetzt ist es wieder dunkel, dann sehen wir nichts, ne? Das ist auch doof. Region Hügel. Hier sehe ich aber nichts. Tja. Ist hier ein Loch, ja. Da ist Zinkblende wahrscheinlich, ne? Da brauchen wir gerade nicht gucken. Hier ist Harz ohne Ende, ne? Jetzt geht die Sonne wieder auf, dann wird er wieder geladen. Das ist mit dem Solarpanel vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Hier ist Gemisch. Hier ist eine Basis mal gewesen wahrscheinlich, ne? Stopp, da ist noch ein Solarpanel. Das nehmen wir natürlich erstmal mit, ne? Gibt es hier noch mehr Sinnvolles? Schutt, das ist ein Exokoffer, ja. Den kann ich nicht aufmachen. Schutt, Schutt, alles Schutt. Das ist Schutt, aber es ist eigentlich ein geiles Panel gewesen wahrscheinlich, ne, oder? Schade. Abfall, Gegenstand zu groß, um geborgen zu werden, okay. Auch zu groß, Schutt. Dass da nur ein so ein Teil ist, ist schlecht, oder? Alles Schutt, der Rest. Schade. Spiel gespeichert und hängen geblieben, oder was? Oh Mann, das ist schlecht. Ich will hoffen, er hat noch gespeichert. Machen wir erst einen Cut.
Wenn es nicht geklappt hat, dann haben wir ein Problem. Wenn es doch geklappt hat, alles gut. Vielleicht hat er auch gespeichert kurz davor oder so. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.